So Leute, Bau-Update Nummer 3. Max, schwenkt mal rüber, wir fahren jetzt wir fahren gerade vorbei. Wir haben quasi schon ein fast fertiges Gebäude. Schau mal rein. Einfach nur der absolute Hammer. Ich glaube, je nachdem, ob ihr uns bei Instagram abonniert habt oder wie auch immer, oder ob ihr nur hier bei YouTube am Start seid, wenn nicht, folgt auch mal bei Instagram. Da haben wir ein bisschen mehr Updates immer so gefahren. Hier war, glaube ich, der letzte Stand Betonplatte und vielleicht so die ersten Träger. Ich glaube, ja stimmt, der Kran. Ich glaube, das Kranvideo war das letzte Video. Ganz kurz mal eben hier reinschwenken. Hier ist unsere neue Zufahrt irgendwann mal. Das ist das Mischgewerbegebiet. Und dann, wie ihr schon seht, es ist wirklich wie auf diesem Plakat zu sehen, der aktuelle Stand. Wir haben gerade Fenster bekommen. Ich gehe gleich nochmal im Detail drauf ein. Aber wir fahren jetzt erstmal rauf hier mit dem GT3. Perfekt. Wir haben extra dem Leuten gesagt, die müssen die Einfahrten hier schon glatt ziehen, damit wir mit Sportwagen rauffahren können. Also, bevor ich aussteige und euch das Gebäude im Detail erkläre, zeigt euch Max ein paar Highlights. Okay Leute, das ist der aktuelle Stand. Ihr seht, die Außenhülle ist komplett geschlossen. Das heißt, wir haben eigentlich schon ein Dach über dem Kopf quasi. Nicht nur das und auch Wände. Moin, Nachbarn auch am Start. Also, was haben wir jetzt bisher gemacht? Wir haben die Platte, dann hatten wir den Rohbau mit dem Beton, dann habt ihr irgendwann gesehen, kam der Kran, hat die ersten Zwischendecken gestellt und dann kam irgendwann der Stahlbau dazu, hat das Stahlgerüst drumherum gebaut und da haben wir jetzt Sandwich-Paneele rangesetzt. Bedeutet, das hier ist eigentlich die komplette Außenhülle inklusive Dämmung. 15 cm dick. Jetzt seht ihr, wir haben das Gebäude einmal komplett geschlossen, sodass wir so gesehen einen inneren Schuhkarton haben. Und hier haben wir uns einfallen lassen, um diese dreidimensionale Optik des Gebäudes hinzubekommen, dass wir in den Fassaden verspringen können nach innen und außen, haben wir hier in Teil des Gebäudes noch ein Hutprofil von 12 cm angebracht. Und hier kommt jetzt nochmal so eine Designwelle in Metallic-Lackierung rauf. Dann wird die Optik einfach nur gestört. Ich zeige euch das hier vorne nochmal, beziehungsweise kann man jetzt schon erahnen, wo die Welle montiert wird. Und dadurch ergibt sich dann letztendlich auch diese Optik, wie wir sie auf den Visualisierungen gesehen haben. Also dass wir quasi, alles was jetzt nicht mit diesem Hutprofil beplankt ist, bleibt innen schwarz und das andere wird metallic silber außen. Da sieht man hier diese einzelnen Kästen, die dann so reinspringen. Ja, das zur Fassade. Wir haben jetzt endlich, das ist ja meine private Garage hier, richtig schön großzügig. Da haben wir jetzt sogar schon Tore drin, auch sehr geil. Und dann ist das hier quasi der Eingang zu der privaten Wohnung. Wir haben schon eine Eingangstür. Hey. Herzlich willkommen, mal rein hier. Dankeschön. So, man kommt rein. Treppenhaus, eigentlich ganz geil, weil hier hat man bis da oben, keine Ahnung wie hoch, aber es sind bestimmt 8, 9, 10 Meter oder so, denke ich mal. Also schon echt ein geiles Raumgefühl. Wollen wir mal hochgehen? Let's go. Alright, let's go. Und auch hier sind schon Fenster drin, seit vorgestern tatsächlich erst. Bei dem Fenster wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass ich das überhaupt eingeplant hatte. Also das war eine Überraschung. Danke Julius und Daniel. Genau, hier kommst du rein in die Wohnung und dann hast du hier insgesamt mit allen Nebenräumen fast 300 Quadratmeter. Hier ist quasi offenes Wohnen mit offener Küche. Da, wo das Loch seht, wo ihr das Loch seht, an den Trägern entlang wird es komplett verglast. Das heißt, wir haben in der Wohnung einen Glaskasten, einen Glaskubus, das nach oben offen ist, aber nicht nach vorne. Das wird noch gemauert. Da machen wir vielleicht so eine Autoküche hin oder so. Und dann ist das hier quasi alles nach oben offen. Das wird ein absolutes Highlight. Ich denke, nächste Woche kommen hier die Fensterelemente. Dann kann man das auch noch komplett öffnen. Dann kann man seine Wohnung quasi komplett aufmachen. Ein Garten in der Wohnung. Ein Garten in der Wohnung. Das ist wie so eine... Jetzt sind wir am Überlegen, ob wir hier so eine Art Oase machen, also ganz viel grün pflanzen und wie auch immer. Oder ob man es ein bisschen cleaner hält, müssen wir nochmal gucken, wie wir das designen. Und dann hier so ein paar andere Räumlichkeiten, müssen wir jetzt ja nicht in jedes Detail gehen. Aber was natürlich ganz geil ist, wenn ihr aufgepasst habt und wenn ihr uns bei Instagram folgt, dann habt ihr schon mal ein Reel darüber gesehen. Hier vorne.
oder auf der Baustellenparty wart, denn das Betreten der Baustelle auf eigene Gefahr. Das hier ist die Garderobe, Ankleide, wie auch immer. Und dann gibt es hier noch so eine kleine Tür. Und dann sind wir in einer Galerie quasi mit Blick auf die Autos. Das, muss ich sagen, wird ein absolutes Highlight. Können wir jetzt endlich weiter? Los geht's. So Leute, ich simuliere jetzt mal euch. Die Besucher gehen hier natürlich über die Haupteingangstür rein, sind in dem Showroom und dann geht es hier weiter. Hier auf der linken Seite wird noch eine Wand gezogen aus Glas. Hier sind zwei Büros für Max und mich. Hier sitzen wir dann ungefähr so, ne? Am Arbeiten. Und dann haben wir quasi, hier ist ja eigentlich auch so eine kleine Visualisierung, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, aber so soll das ja eigentlich aussehen. Also das ist hier der Tresen, der da stehen wird, wo wir jetzt hier eigentlich gerade stehen. Also diese Wand, hier hängt quasi diese Visualisierung gerade. Also so soll es irgendwann ungefähr mal aussehen. Es ist echt Wahnsinn, wie Natur, wie echt das eigentlich aussieht. Das sieht aus wie ein Foto. Naja, also das hat übrigens Schumacher New Work gemacht, also unsere netten Innenarchitekten und Planer. Dann geht es hier weiter. Das hier ist nochmal eine Visualisierung aus einer anderen Perspektive. Hier in dieser Ecke wird, wie gesagt, das hatten wir auf dem Platt oder auf dem Fundament schon mal so angedeutet, hier ist ein so ein Highlight-Platz, wo quasi ein Auto präsentiert werden kann. Entweder eine Auslieferung oder vielleicht auch, wenn wir irgendwann mal zu einem Carrera GT kommen oder so, dann 18. Darf der hier stehen, 918 vielleicht. Wer weiß, vielleicht kommt da mal was. Wir hoffen. Also, und ja, dann stehen hier hinter sind die Kunden-WCs. Hier ist Damen, auf der anderen Seite Herren. Dann geht es hier durch eine hoffentlich coole Glasschiebetür oder so in den Lagerraum sozusagen, kann man so sagen. Hier in der Ecke wird eine Mitarbeiterküche für uns, so eine kleine Sitzecke, dass wir nicht da vorne sitzen müssen. Hier eine schöne Küchenzeile, ein großer Tisch mit einer Sitzbank, sodass wir hier so einen Platz haben, wo wir vielleicht mal Mittag essen können oder so. Da ist Hauswirtschaftsraum. Hier sehr geil. Vom One Studio, unseren Architekten, haben sie uns hier für die Rohbauparty eine geile Skulptur, hätte ich fast gesagt, das ist ja so ein 3D-Modell. Da war eigentlich noch so eine Glashaube drüber, aber die ist leider kaputt gegangen. Brauchen wir nochmal neu. Sieht sehr nice aus, finde ich. Sure. Und dann kommen wir eigentlich zum wichtigsten Teil, unserer Gästewand. Das ist wohl der Oberhammer. Das war auf der Rohbauparty. Da haben wir gesagt, okay, wir wollen eigentlich ein Gästebuch machen. Finden wir aber irgendwie cooler, wenn man es an die Wand malt. Aber das wird natürlich jetzt übergeputzt nächste Woche. Also haben wir gesagt, wir malen hier einen Rahmen auf. Dann haben alle hier drauf unterschrieben. Und jetzt werden wir das fotografieren und dann richtig in hoher Qualität ausdrucken und an diese Wand wieder hängen und sagen, das ist halt unterm Putz. Also wir sind jetzt mit dem Gebäude an dem Punkt, dass wir eigentlich, wie gesagt, eine geschlossene Hülle haben. Wir haben jetzt die Fenster komplett drin. Es fehlen noch ein paar Scheiben, aber die kommen jetzt nächste Woche. Wir haben die Dachfenster drin. Wir haben Hallentore. Da vorne zwei Stück, können wir auch nochmal hin. Und für die private Garage. Und jetzt geht es eigentlich weiter mit Putzen, Sanitär, Elektro. Dann kommt irgendwann Estrich, Bodenbelege und dann sind wir eigentlich schon so grundsätzlich durch mit dem Thema. Ja, hier das große Tor natürlich für die Lagerhalle. Da müsst ihr euch vorstellen, diese Ecke an diese Wand komplett kommt das Fotostudio, sodass wir da ein Auto hinstellen können und von hier filmen, fotografieren können. Und hier ist vorne ist die Aufbereitungshalle. Das, was jetzt quasi unsere Ecke in der Halle ist, wo der McLaren steht, soll hier dann irgendwann mal stattfinden. Vorteil ist, wir können halt diesen Raum abschließen. Und man sieht davon nichts. Also wenn wir mal ein Auto haben mit einer abgebauten Stoßstange oder so, dann ist das alles trotzdem noch in dem Showroom clean. Da haben wir ein Fenster, sogar hier so ein Tor mit Fenster. Kommt hier ein bisschen mehr Licht rein. Jo, ansonsten kann man da oben nochmal den Raum sehen, der dann ja noch verglast wird, der Blick in diese Halle hat. Also das wird geil. Wenn man sich das vorstellt, schon echt fett. Ja, und hier zwischen haben wir ja 14 Meter. Bedeutet, wir kriegen hier genau ausgemessen 5 Doppellifter rein, also 5 Doppelparkbühnen. Dann stehen die hier alle so, dann werden wir die wahrscheinlich noch so ein bisschen verkleiden, dass das sich in einer Flucht mit der Wand so einfügt. Dann haben wir hier wie so ein Hochregallager für Autos. Das wird einfach nice. Ansonsten wollen wir vielleicht nochmal von außen so das Gebäude anschauen, oder? Ihr könnt ja auch mal schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen zum Gebäude habt, irgendwelche, wie was designt wird oder wie die nächsten Schritte sind, was genau, irgendwelche Details, dann schreibt das mal in die Kommentare. Da gehen wir dann gerne im nächsten Video mal drauf ein. Ja, ansonsten
Auf dieser Seite kommt natürlich die Konstruktion genauso wie auf der anderen. Also das ist die innere Hülle, die man eigentlich kaum sieht, nur in den Bereichen, wie da jetzt angezeichnet. Das ist wieder ein so ein Hutprofil, wo jetzt quasi hier diese Welle als Designelement draufkommt und die wird dann hier abgekantet und dann ist hier wieder der innere Bereich. Es wird schon sehr, sehr, sehr nice. Oh yeah. Was denn? Ich freue mich tierisch. Unnormal freue ich mich. Okay Leute, jetzt haben wir genug geredet. Wir werden das Auto jetzt nehmen, mal reinfahren und gucken, wie sich da so ein Auto drinnen macht in dem schönen Gebäude. Los geht's. Leute, wenn es dafür kein Abo gibt, weiß ich auch nicht. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.